Was geht, Bitches, und was auch immer zuguckt, Freunde? Was geht da, Baby, Baby? Wir sind hier stehen geblieben und ich will jetzt erstmal hier diesen Leiter befreien. Wir schaffen auf jeden Fall in diesem Part safe einen Charakter zu frei zu schalten. Deswegen chill ich jetzt erstmal lieber hier. Beziehungsweise mache ich jetzt mal diesen. Befreie ich uns mal diesen Aktivitätsleiter. Guys, wir machen auf jeden Fall alle anderen Aufgaben und dann kümmern wir uns um den Charakter. Damit wir auch hier alles, ja, gemacht haben. So. Wie stark ist denn, sind denn ihre Schuriken? Ach, die kann man aufladen, oder was? Die sind ja heftig, die Schuriken dann. Aber die hat ein cooles Moveset, Cheek. Muss ich mich, wie gesagt, immer noch reingewöhnen. Aber es geht schon. Aktivitätsleiter, Guys. So, welche Aktivität ist jetzt hier? Ist hier auch in der Höhle oder sowas? Weil, ich glaube, Studio kann es nicht sein. Oder ist das ein Shop? Keine Ahnung. Einkaufen, okay. Ich habe jetzt noch einen Einkaufsladen hier. Interesting. Mini Mario. Was kann er denn? Primärgeist. Ne, den brauche ich nicht. Ja, was kann er denn? Ne, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also hier brauchte ich jetzt nichts unbedingt. Wo würde das denn hier hinführen? Wo bin ich denn? Wo sehe ich denn, wo ich bin? Ah, hier. Eventuell komme ich da so zum dritten Charakter hier unten, ne? Aber wir wollen doch wahrscheinlich den Charakter hier. Also erstmal den hier besiegen. Da brauchen wir auf jeden Fall Verteidigung. Oh Gott, wir sind relativ scheiß ausgerüstet. Wir haben nicht mehr. Also was Verteidigung angeht. Ja gut, das wird jetzt ein bisschen schwierig. Das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden. Weil wenn ich am besten jetzt vorbereitet sind für diese Aufgabe. Oh Gott, jetzt auch noch. Oh Gott. Oh mein Gott, Mann. Man. Ey, du Nutte! Hör ich doch nicht immer zu aus hier. Oh mein Gott. Mann, ist das nervig! Mann, ist das nervig, Alter. Warum kriegt die so wenig Schaden, diese dreckige Hure? Mann, kotzt mich das auch an, Alter, dass die auch nicht stirbt, Mann. Stinkst du fünfmal? Ja, halt die Fresse. Jetzt weich doch nicht immer zu aus, du Nutte. Mähne! Hey, ich hab noch nichts gedrückt!
Mann, wir haben es kapiert, Alter. Mann, was willst du da machen? Mann! Gammelmap! Scheiß Gammelmap! Nee, nee. Mann, ist das zum Kotzen hier. Warum krieg ich denn überhaupt hier immer zu Schaden, Mann? Was denn überhaupt, Mann? Warum krieg ich hier ganze Zeit Schaden? Digga, ich krieg hier die ganze Zeit Schaden, oder was? Die ist doch geistig zurückgeblieben. Die ist ja komplett behindert. Schlafschutz. Schlafböden? Seit wann gibt's hier Schlafböden? What? Snake schlich sich in Europa zum ersten... Ja, kann man auch so super lesen. Man kann so schnell lesen hier. Anemone. Anemona. Wir nehmen Bomberman mit, Zacke reine, Zacke, Zacke, Kuchen. Ich backe gerne Kuchen. Hä? Was hat die denn gemacht? Ich hab die nicht mal verfolgt. 0% Kraftschaden, die Angriffskraft. Was? Erhöht bei 0% Schaden die Angriffskraft. Okay. Ja, gut. Was ist denn in der Truhe drin? Okay, 500 GP ist jetzt nicht viel. Beziehungsweise nicht die Welt. Von hier kam ich, ne? Na gut. Dann gehen wir jetzt erstmal hier nach oben. Und ja, besiegen hier die ganzen Leute. Die nicht stark zu sein scheinen. Zack, 10.900 Mates. Das sind fast 11.000 einfach. Saukrank. Da kann Duo, flottsam und langsam. Der Gegner jagt nach Items, schön für ihn. Beziehungsweise schön für die beiden. Ja, der Wichser. Und tschüss. Gewonnen. Raketengurt. Ja, damit will ich nicht anfangen. Und außerdem hat man das auch schon mal, dass wir mit dem Raketengurt anfangen können. So, Moritz, Max und Moritz, was geht ab? Na gut, hier können wir eigentlich jeden benutzen. Weil das ist hier neutral. Also hier gibt es keine Schwächen und gar nichts. Dann lassen wir das jetzt einfach so auf den Stärksten. Und Cranky ist einfach der Stärkste. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Der Gegner verfügt zu Kampfbeginn über hohe Angriffskraft. Der kann er von mir aus haben. Er ist so oder so schwach. Wie lange ist das jetzt gültig? Was ist denn das, was ich da machen kann? Ah, das ist ja übelst sick. Das ist ja übelst sick. Was kann die denn noch? Was ich nicht weiß. Übelst geil eigentlich, wenn jemand da sich da hinhängen lässt. Machst du das hier? Und der Typ kommt da automatisch rein, oder was? Muss halt richtig timen. Dann ist das eigentlich easy.
Alter, stirb mal. Tschüss. Hat sich ja lang gezogen. Ja, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Im Hintergrund dieser Stage. Ja. Kann man auch super lesen. Wie Schwertkämpfer. Was macht der denn hier? Ja, dann nimm mal dich. Ich will dich auch leveln. Ja, dich nimm mal. Fertig. Ganz einfach fertig. Gewinne den Kampf und befreie den Kämpfer. Wie Schwertkämpfer. Yeah, baby. Der ist ja ungefähr wie Link, ungefähr. So vom Moveset, glaube ich, mehr. Aber der hat irgendwie auch seinen eigenen Stil, so. Also der kämpft natürlich anders als Link, aber im Grunde hat er fast dasselbe Moveset. Glaube ich zumindest. Naja, der macht doch Konter, der Wichser. Ich weiß gar nicht, ob Link Konter hat. Glaube ich nicht, ne? Der hatte keinen Konter. Tschüss. Der hatte, glaube ich, keinen Konter, oder? Naja, wir haben auf jeden Fall den Mieschwertkämpfer, Baby. Und wir bekommen auch relativ viele Lernjuwelen. Du kannst Geister auch in den Spielmodi der Smash-Kategorie einsetzen. Wie viele Snacks habe ich denn jetzt eigentlich? Da ist noch ein Charakter. Keine Ahnung, wie ich zu denen komme, aber da kommen wir wahrscheinlich noch irgendwie hin. Auf jeden Fall Charakterwechsel, Mieschwertkämpfer, Boys. Mieschwertkämpfer, neuer Charakter. Was Mie? Ich kann auch wahrscheinlich hier... Ja, ich kann den Mie ändern. Das ist eigentlich mega cool. Aber der hat immer noch das... Der hat immer dasselbe Moveset dann immer. So, Geister stärken. Ich will jetzt einfach wissen, wie viele Snacks ich habe. Baby. Ich habe 3 Maxi-Dinger. Also könnte ich eigentlich Cernias rausholen aus dem Knast. Näher aus der... aus dem Studio. Mache ich am besten, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob die jetzt stärker wäre oder ob der jetzt stärker wäre. Das müssen wir jetzt gucken. Ich werde jetzt auf jeden Fall Cernias dann erstmal leveln. Die eine soll sich erstmal hier schön leveln lassen. Dann können wir das irgendwann vergleichen. So, jetzt können wir auf jeden Fall stärken. Du wirst gestärkt, Mate. So, hopp. Ja, der ist nicht Full Level, aber der ist trotzdem 8200. Wie viel hat denn unser Level 99 Typ? 6000 nur. Und der hat 8000. Ihr seht schon, wie krass der Unterschied ist. So, haben wir jetzt... Wie viele Lernjuwelen haben wir? Wir haben 96, Alter. Da habe ich darauf gar nicht geachtet. Versteckt deine Standardangriffe. Genau, ich wollte auf 70 sparen. Boah, Schnauze! Hier gibt es noch relativ viele Fähigkeiten. Halt die Schnauze! Und begrenzte Smash-Auflauf-Dauer bei gedrückt halten des Knopfs. Brauche ich nicht unbedingt. Na gut. Es gibt hier nichts für 20, was ich jetzt hier unbedingt jetzt ausrüsten möchte. Das ist, glaube ich, der einzige Weg jetzt, ne? Da kommen wir her, da kommen wir auch. Da kommen wir gerade her. Gab es da irgendeinen Weg, der sich irgendwie kreuzt mit irgendwas? Nee, gell? Gut, dann geht's weiter hier. Teddy, Baby, was willst du? Ah, ich kann jetzt mit Cernias spielen, sau cool. Und, das hier, hopp. 10.000, okay. Aber der in dem Kraftwerk, der hatte 13.000 oder 11.000. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall war er ziemlich stark. Und den konnte ich noch nicht besiegen. Aber ich feiere den Schwertkämpfer irgendwie. Der ist cool. Da
kann ja auch Konter, deswegen ist da eigentlich relativ sick. Mate. Oh Gott, K.O. Da müssen wir echt aufpassen. Tschüss. Alter, der Mies-Schwertkämpfer ist echt schon ziemlich stark. Oh, den brauchen wir nicht. Nur 2 Sterne. Ich will jetzt einen 4-Sterne-Charakter haben. Dazu, ich guck mal, ob ich jemanden rufen kann. Das sehe ich ja gar nicht, ob ich jemanden rufen kann oder nicht. Und das kann ich wahrscheinlich nicht aufmachen, oder? Das ist ein Charakter. Wie kriege ich den denn bitte her? Da ist irgendwie eine Höhle. Wie kommen wir zu der Höhle? Naja, Geister rufen. Kann ich einen rufen? Was kann der? Okay. Nein! So, Sub. Lipsticks brauche ich jetzt nicht unbedingt. Gut. Ja, ich verliere die Geister, ist mir egal. Ja, was kann der jetzt? Zieht Items in der Nähe an. Wow. Ich würde gern den hier haben. Was kann, was brauchen wir dafür? Wir brauchen Roll. Okay, was brauche ich für den? Octorok und Octoman. Oh, was baue ich für Ashley? Sternzepter. Da ist auch noch irgendwas. Aber das ist, glaube ich, ein Sub. Das ist ein Sub. Den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Der wäre auch relativ sick, ne? Tamagon. Ja, mal alles nicht. Irgendwann wird die Zeit kommen und dann finden wir das auf jeden Fall, Boys. Und dann ist alles super. Aber hier kann ich jetzt erstmal nichts machen, ne? Das war wieder den ganzen Weg zurück. Hier kann ich zufällig nichts machen, oder? Wobei, ich komme hier in die Höhle. Ah, hier ist doch ein Charakter. Ist ja cool. Geil, wir kommen doch zu einem anderen Charakter. Mega nice, Mates. Na guck, der ist auch viel, viel stärker schon, der Cernias. Wenn er Level 99 erreicht hat, dann ist er übelst stark. So einen starken brauchen wir auf jeden Fall. So, Heilungsschild, let's go. Der Spezial oben des Gegners ist stärker. Der Gegner setzt oft sein Spezial oben ein. Der Gegner fällt langsamer. Von mir aus. Mach ruhig, was du willst. Ist mir voll egal. Mach, was du willst. Mach, was du willst. Mach, was du willst. Der setzt oft sein. Der setzt nur das ein. Hä, was? Wie habe ich das gemacht? Easy. Schwebesprünge, senkt Fallgeschwindigkeit. Also diese Spezial-Oben-Mission, die sind einfach so nutzlos. Weil du eigentlich gegen einen verfucking Bot spielst, der nicht mal richtig angreifen kann. Oh Gott, Yoshi, ich hasse Yoshi. Oh Gott, ich habe keinen Bock, den so freizuschalten. Nee, ich will den nicht freischalten. Aber ich muss das machen. Freunde, wir wollen die 100%, also let's go. Und ich will auch mit den, ich muss mit den Charakteren wohl übel auch spielen, weil wir es so jetzt ausgemacht haben. Oh Gott, ich habe mich mehr wohl gefühlt, also ich habe mich wohler gefühlt mit Mies-Schwertkämpfer als mit Yoshi. Aber vielleicht gewöhnt man sich auch irgendwie daran, ich weiß es nicht. Vielleicht gewöhne ich mich auch in Yoshi. Ich habe keine Ahnung. Eigentlich will ich will mich nicht daran gewöhnen. Mit Yoshi zu spielen, wirklich nicht. Wenn ich ehrlich bin, will ich wirklich mich mit Yoshi nicht länger befassen als notwendig. Ich kann Yoshi überhaupt nicht abstehen. Ich kann ihn nicht ausstehen, einfach überhaupt nicht. Hä, was ist jetzt los? Hä? Kommt jetzt eine Cutscene? Was ist das jetzt?
Check ich nicht. Hä, check ich nicht. Keine Ahnung, was das jetzt bedeuten mag. Ich check's nicht. Verstehe ich nicht, Freunde. Gibt's hier nicht mehr? Gibt's hier nicht Cutscenes oder so? Also zumindest, das soll ja wie gesagt so ein Ersatz für einen Story-Modus sein, aber hier gibt's ja nicht mal Cutscenes oder kommen die vielleicht noch? Vielleicht im Finale oder so, ich weiß es nicht. Wen haben wir freigeschaltet? Yoshi, ne? Yoshi. Gut. Ich will auf jeden Fall eine andere Farbe. Was nimm mal? Ich will gelb. Gelbe Yoshi, cool. Feier ich. Aber der blaue Yoshi ist eigentlich immer der beste, weil der kann fliegen. Bei Super Mario World zumindest. Hier weiß ich nicht, also ich denke nicht. So, anpassen, Arschloch. Zack. Bumm. Oh, ich will nicht mit Yoshi spielen. Ein pures Smash-Duell. Ja, gut. Da haben wir es auch erstmal leicht. Machen die es uns erstmal schön leicht. Klein paar Lutena, oh Gott. Gott, Alter, mit Yoshi gegen einen kleinen Palutena. Oh Gott, ich hasse Yoshi. Ich feiere seinen Sprung halt überhaupt nicht. Der hat nicht mal einen Rettungssprung. Der hat keinen Rettungssprung und kann nur dieses, was Yoshi halt kann. Dieses nach Luft ringen nach oben, wenn er springt. Oh, warum bin ich im Schlaraffenland jetzt hier gelandet, oder? Ich glaube hier, das hat ein Ende hier, oder? Also, glaube ich jetzt zumindest. Nee, den benutzen wir sicherlich nicht. Ich will Xerneas benutzen wieder, dann können wir den auf jeden Fall auch ein bisschen leveln. Der 10.000. Ich habe 10.000 mit denen, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Nicht so viel mit wie mit Cranky, aber trotzdem noch, ne? Gegner setzt oft sein Spezial unten ein. Was ist Peach Spezial unten? Oh Gott, nicht das, oder? Gemüse schmeißen. Dankeschön. Bam. Oh, ich habe nie Bock zu springen mit Yoshi. Sorry, Freunde. Ich hasse seinen Sprung. Ich weiß auch nicht, was er noch für Attacken drauf hat. Ah, was kann er denn? Was kann denn Yoshi außer dumm sein? Oder scheiße sein? So, verpiss dich jetzt, Yoshi. Nee. Peach. Ja, okay, Yoshi auch. Kann sich auch verpissen. Speisestärkung. Nach dem Essen Angriff, Abwehr und Lauftempo leicht. Hm. Essen tue ich zwar gerne, aber nicht hier. Hier kümmert mich das ganze Essen eigentlich nicht wirklich. Cool, es ist halt da, aber mich juckt das nicht. Oh Gott, das ist ja hier ziemlich kompliziert, aber ich will jetzt erstmal zu der Aktivität. Traumbert, was willst denn du hier, du Anus? Wandlungsdauer. Keine Ahnung, was das ist, aber... Schlafboden. Oh Gott, wir haben Schlafboden. Und so kann man hier den. Und der verbraucht nur einen Platz. Wie geil ist denn der Typ, Mann? Bester Charakter. Hält sich einmal in größter Not. Feenflasche, das ist lecker. Was nimm mal als Sub-Character noch? Franklin Bitch brauche ich nicht. Verstärkt Spezial Standard. Benutze ich eigentlich auch nicht. Spezial unten benutze ich auch nicht. Keine Ahnung. Brauche auf jeden Fall was einen Platz wegnimmt. Er zieht Items in der Nähe an. Ja, von mir aus. Süße Träume, der Boden lässt Kämpfer einschlafen, ja. Ja, wir sind jetzt hier im Schlaraffenland, deswegen, hier kann man schön schlafen. Oh, ich will auch mal wieder schön schlafen. Das ist doch wundervoll. Habe ich schon wieder Bock zu schlafen. Ja, Gott, hasse ich Luigi, ey. Was?
Alter Arschloch. Was? Ich hab den voll auf die Bombe geschmissen, geil. Haha. Was kann der? Hat der überhaupt eine Fähigkeit, der Traumbärt, oder habe ich denn umsonst freigespielt? Buntes Waffenpotpourri. Peach führt dir. Mann, Alter, ich hasse das, Alter. Was ist denn das? Da kann man es eine Sekunde lesen, oder was? Oh, die drei Musketiere, die helfen mir. Dankeschön. Honigkönigin. Ja, Mittel. Was geht? Dann nehme ich den stärksten direkt. Ja, guck, Cranky ist echt saustark einfach nur. Aber guck mal, mein Tempo geht deswegen runter wegen dem Arsch. Aber trotzdem auch, ich bin stark, also... Mich doch... Pist. Hä? Außer Smash auf Zeit, Sieg innerhalb des Zeitlimits. Riesenverwandlung für Gegner. Okay, Ausdauer-Smash ist das. Was ist, wenn ich den eigentlich raushaue? Ich kann dich ja hier nämlich raushauen. Wenn ich Bock hab. Oh Gott, ich hasse Bienen. Verpisst euch, Bienen. Arschlöcher. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Verpiss dich. Oh Gott, ich hasse Bienen, man. Aktivitätsleitergeist, hallo. Wie geht's? Ich glaube aber, das ist hier ein Dojo. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier ein Shop ist. Ja, das ist ein Dojo. Was lehrt die mich hier? Schau mal, hereingesummt, liebes Kind. Schau mal, so viel Schönes gibt's für die, die meinen Stil meistern. Steigt Abwehr, Sprungkraft und Gewicht. Oh, das mache ich eigentlich nicht unbedingt, ne? Wenn ich den sein Tempo und so steigern würde, was würde mir das bringen? Ich habe keine Ahnung, ich verstehe das nicht. Ne, ich brauche Bomberman, sorry, ich brauche den. Blitz lernen. Ja! Gern. Dankeschön. Den brauche ich nicht unbedingt. Kannst du dir Zeit lassen. Wen lassen wir auch noch Zeit? Hier, den hier. Ja, habt Spaß, Leute. Ist er jetzt stärker geworden, der Bomberman? Das wäre ja übelst sick. Das will ich jetzt sehen. Er hatte, glaube ich, 8100 oder so. Ah, nee. Hä, hey, was hat das jetzt gebracht? Verstehe ich nicht, Freunde. Und was... Ist das hier einfach nur eine Sackgasse oder kommt hier noch irgendwas? Und wir sind stärker, okay. Passt. Erhöhte Katapultierbarkeit für alle. Ich kann mir halt wirklich nicht merken, was effektiv ist gegen Griff und was gegen Schild und so effektiv ist. Das muss ich immer... muss ich immer lernen. Katapultiergefahr. Oh Gott, hasse ich Yoshi, Alter. Krieg ich mal jetzt bitte einen neuen Charakter... Bitte, verpisst euch. Mann, verpisst euch. Mann, jetzt benutzt du dein Schild, du scheiß Yoshi, Alter. Mann, benutzt dein Schild und Nutte, Mann. Hä, hey, ich hab den doch... zuerst angegriffen. Oh, ich hasse Yoshi. Hab ich euch schon mal gesagt, dass ich den hasse? Mann, Alter, die sterben aber auch nie. Wir haben vier Gegner und die sterben... Kein einziger stirbt davon. Ich hasse Yoshi, Alter. Scheiß Yoshi, Mann. Yoshi ist so ein Gammelcharakter, das gibt's nicht. So ein Gammelcharakter. Scheiß Yoshi, Mann. So ein Loser-Charakter. Wer spielt denn Yoshi, Mann? Und der meint. Und ist
gut darin. Kannst du mir nicht vor... Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand Vernünftiges hier mit Yoshi spielt und sagt, ja, das ist mein Main. Nie im Leben kann ich mir das vorstellen. Beziehungsweise ist er auch noch gut damit. Also Noob-Charakter, Noob-Leute bestimmt, aber... Okay, Freunde, ich gehe zu weit. Das ist Geschmackssache, aber... Ihr dürft es nicht so ernst nehmen, Freunde. Dürft ihr wirklich nicht. Ich hasse ihn einfach nur, Yoshi. Ich kann ihn nicht ausstehen. Ich hasse diesen Yoshi. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn so sehr. Der ist so ein Schgammel-Charakter. Ich hasse ihn so sehr. Mann, hör auf mich zu schlucken, du Nutte. Hä, was? Wo bin ich denn jetzt, Mann? Yo. Oh. Was machst du denn? Eierattacke, du Eiersohn. Hör auf damit, Arschloch. Komm her. Bam. Verpiss dich. Oh, ich hätte fast mein Ultra Smash gehabt. Primär Ass. Geil, von Yoshi. Gewicht runter. Der könnte vielleicht nützlich. Ich weiß es nicht. Also, müssen wir mal gucken, ob der jetzt sich lohnt oder nicht.